alle recht herzlich. Ist ja schon angeklungen, normalerweise würde ich nicht auf einer Kundgebung sprechen. Als Journalist empfiehlt sich eine gewisse Zurückhaltung. Aber in diesen Zeiten käme mir Zurückhaltung so vor, als wolle man sich vor der Verantwortung drücken. Das ungenierte Kriegsgeschrei kann ich so nicht hinnehmen. Und ich habe den Eindruck, dass sich die Mehrheit in unserer Gesellschaft, schon gar die Schweigende, weniger Kriegsrhetorik wünscht und dafür mehr ernstzunehmende diplomatische Aktivitäten. Das ist das Kerngeschäft von Politik. Waffenlieferungen ist eine Bankrotterklärung derselben. Es reicht nicht, einen militärischen Plan zu haben. Ein politischer Plan ist das Entscheidende. Und der fehlt. Sowohl mit Blick auf Russland und die Ukraine, als auch mit Blick auf Israel und den Nahen Osten. Es wird in Kategorien von Sieg und Niederlage gedacht und argumentiert. Es wird von wertegeleiteter Außenpolitik gesprochen, die offenbar kein Problem damit hat, die zivilen Opfer, je nach Täter, unter Kriegsverbrechen oder Kollateralschaden zu verbuchen. Bemerkenswert finde ich auch, was in der öffentlichen Debatte in Deutschland einfach in die immer größeren Tabuzonen verbannt wird. Alle reden über Klimaschutz, aber dass das US-Militär mehr CO2 in die Luft bläst als die gesamte deutsche Industrie und dass ein Kampfjet in einer Stunde mehr Treibstoff verbraucht, als ein normaler Autofahrer in 7 Jahren. Komischerweise findet das in der Debatte nicht statt. Ich frage mich, wann die Klimakleber sich mal in Rammstein ankleben. Da würden sie auch was Gutes tun, wenn sie das täten. Bundesweite Demonstration und möchte zu Beginn sagen, diese Demonstration ist vielleicht wichtiger als jemals eine Demonstration war. In der jetzigen Zeit kommt es darauf an, die Stimme überall und gemeinsam für den Frieden zu erheben. Deshalb ist es toll, dass ihr alle heute hier seid. Wir wenden uns gegen 21 Kriege und 216 bewaffnete Konflikte. Und wir fordern, und nicht nur für den Krieg im Gaza oder den Ukraine-Krieg, wir fordern, Diplomatie muss Vorrang haben. Wir wollen Waffenstillstand und Verhandlungen statt Rüstungsexporte und immer mehr Waffen in immer mehr Kriegsgebiete. Waffenhandel, Waffenexport muss gestoppt werden. Wir wenden uns von dieser Demonstration gegen den sozialen Krieg in unserem Lande. Über 90 Milliarden für Rüstung und Krieg, während gleichzeitig alle Haushaltstitel für Soziales, für Umwelt, für Bildung, für Wissenschaft, für Gesundheit gekürzt und gestrichen werden. Dieser soziale Krieg gegen die Menschen muss beendet werden. Nicht Aufrüstung, Abrüstung ist das Gebot der Stunde. Und liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, wir wenden uns entschieden mit aller Kraft und Empathie gegen die aggressive, unverantwortliche, geschichtsvergessene Kriegsmanipulation und Hetze der Herren Pistorius, Münkler, Marsala und Mölling. Diese Kriegstreiber müssen gestoppt werden. Sie sind die geistigen Vorbereiter des nächsten Krieges. Sie wollen uns in den großen Krieg treiben. Sie wollen die Bevölkerung mit Lügen kriegsreif machen. Hanebüchene Verdrehungen, widerliche Feindbilder sollen unser Land kriegsfähig machen. Wir wollen ein friedensfähiges Land und deswegen sind wir hier. Und friedensfähig heißt immer und immer wieder zu sagen, Frieden heißt auch Frieden mit Russland. So verteidigen wir mit unserer
dieser Demonstration heute auch die Demokratie in diesem Lande, die immer weiter eingeschränkt werden soll. Wir wollen eine friedliche Zukunft. Deshalb nein zum Krieg. Lasst die Waffen schweigen. Frieden schaffen ohne Waffen. Bleibt richtig und unsere Vision. Herzlich willkommen auf der bundesweiten Demonstration. Frieden ist die Ultima Ratio. Herzlichen Dank.